Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Blutiges Ende des Geiseldramas in Moskau. Spezialeinheiten können mehr als 750 Geiseln aus dem Musicaltheater befreien. Mindestens 90 kommen aber ums Leben. Guten Abend, meine Damen und Herren. 2,5 Tage nach Beginn der Geiselnahme entschloss sich der Krisenstab am frühen Morgen zum Eingreifen. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden hatten die tschetschenischen Terroristen damit begonnen, die ersten Geiseln zu erschießen. Bei der Erstürmung des Gebäudes setzten die Spezialeinheiten auch ein Betäubungsgas ein. 50 Terroristen wurden getötet, darunter auch ihr Anführer, 3 festgenommen. Am Abend entschuldigte sich Präsident Putin bei den Angehörigen der ums Leben gekommenen Geiseln. Verzeihen Sie. Mit diesen Worten begann vor einer Stunde Präsident Putin eine kurze Fernsehansprache. Anlass war die Beendigung des Geiseldramas, die allerdings viele Menschenleben gekostet hatte. Der Feind ist stark und gefährlich, warnte der russische Präsident, aber wir werden ihn besiegen. Letzte Nacht. Russische Spezialeinheiten griffen das Gebäude an, in dem tschetschenische Geiselnehmer ihre Opfer gefangen hielten. Ranger und Panzer. Die Wunderwaffe aber war ein Nervengas, das sie in den Theatersaal, diesem vorübergehenden Kerker für 800 Menschen, einleiteten. Dann der Angriff von allen Seiten, sogar von unten. Die Sprengkörper an ihrem Leib konnten sie nicht mehr zünden. Das Nervengas hatte sie schon vorher betäubt. Als Grund des Angriffs gaben die Russen an, dass die Tschetschenen ihre Drohung wahrgemacht und mit Erschießungen begonnen hätten. Doch trotz des Überraschungskuss war die Zahl der Toten und Verletzten hoch. Über 100 Ambulanzen waren fast 1,5 Stunden im Einsatz. Sie verteilten die Geiseln auf 8 Krankenhäuser der Stadt. Glück hatten die 2 deutschen Geiseln. Ich bin sehr erleichtert, dass wir inzwischen wissen, dass die beiden deutschen Geiseln körperlich unversehrt sind. Sie werden im Augenblick in Intensivstationen von russischen Krankenhäusern behandelt. Heute Mittag besuchte auch Putin eine ausgewählte Klinik, das zentrale Haus der Nothilfe. Hier liegen 43 russische Geiseln. Der Präsident, der den Einsatzbefehl gab, auch um die Schande der nationalen Demütigung abzuwenden, wie er betonte, blickte heute in erleichterte Gesichter. An diesem Anblick der Freude wird im Fernsehen ganz Russland teilnehmen. Zum letzten Stand nun direkt aus Moskau, Albrecht Reinhardt. Ja, den Grundton hatte Präsident Putin schon in seiner Rede angestimmt. Wir, so sagt er, und man muss hinzufügen, die Russen, wir werden es nicht zulassen, dass man uns demütigt. Und damit findet er den Beifall der Mehrheit der Bevölkerung. Zwar hatte es in diesen Tagen erstaunlicherweise auch viele Stimmen, kritische Stimmen gegen den Tschetschenienkrieg gegeben, aber der Grundtrend ist und der Haupttrend ist das nicht in der russischen Gesellschaft. Stellt man also die Frage, geht Präsident Putin aus dem Geiseldrama geschwächt hervor? So muss man zumindest kurzfristig sagen, nein. Und damit zurück nach Hamburg. Die Bundesregierung zeigte sich erleichtert über das Ende des Geiseldramas in Moskau. Außenminister Fischer sagte, Terrorismus sei durch nichts zu rechtfertigen. Das gelte auch für den Tschetschenien-Konflikt. Ein paar Transparente auch gegen den Krieg in Tschetschenien. Friedensdemo in Berlin vorbei am Auswärtigen Amt. Von drinnen heißt es, die Bundesregierung sei erleichtert über die Geiselbefreiung und darüber, dass die 2 Deutschen am Leben sind. Erklärungen von Kanzler und Außenminister heute nur per Fax. Mitgefühl für Opfer und Angehörige und Fischer fordert eine friedliche Lösung im Tschetschenien-Konflikt. Im politischen Berlin beginnt nun das Nachdenken darüber, wie man künftig mit der russischen Tschetschenienpolitik umgehen soll. Wir haben es doch hier auch und vor allem mit einem hausgemachten Problem zu tun, denn der Humus für den Terrorismus in Tschetschenien ist ja nicht zuletzt der brutale Krieg, der seit Jahren von Russland gegen vor allem auch die tschetschenische Zivilbevölkerung geführt wird. Da muss man ansetzen. Wir sollten nicht nur den moralischen Zeigefinger gegenüber Putin erheben, sondern ihm auch helfen bei seinem Bestreben, mit der Erblast seines Vorgängers fertig zu werden und eine demokratische, autonome Verfassung für Tschetschenien mit freien Wahlen hinzubekommen, was er ja für das nächste Jahr vorhat. Lösungen aber seien schwierig und langwierig, so Experten. Der Westen müsse sich im Kaukasus engagieren, auch wirtschaftlich.
Tschetschenien muss wieder aufgebaut werden. Nur wenn es in Tschetschenien wieder wirtschaftlich bergauf geht, werden die Menschen die Waffen niederlegen und nicht mehr zu Terrormaßnahmen greifen. Die Bundesregierung gibt sich in Sachen Tschetschenienpolitik auffallend zurückhaltend. Schwierig wohl, die Balance zu halten zwischen Solidarität mit Putin und Kritik an seiner Politik im Kaukasus. Zum Ende des Geiseldramas in Moskau bringt das Erste einen Brennpunkt gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Im Irak-Konflikt erwägt Frankreich, einen eigenen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat einzubringen. Außenminister de Villepin sagte heute, dies gelte dann, wenn es zu keiner Einigung mit Washington komme. Die Regierungen in Paris und Moskau verlangen Änderungen am amerikanischen Resolutionsentwurf. Sie wollen nicht, dass die USA zu einem Irak-Krieg ohne weitere Konsultationen im Sicherheitsrat ermächtigt werden. Gegen einen möglichen Angriff auf den Irak haben heute weltweit Kriegsgegner demonstriert. In Washington findet die Kundgebung noch mit mehreren tausend Menschen am Mahnmal zum Vietnamkrieg statt. Zu dem Protest hatten mehrere Menschen- und Bürgerrechtsgruppen aufgerufen. Die Organisatoren rechnen mit der größten Antikriegsdemonstration seit den 70er Jahren. In Rom protestierten mehr als 15.000 Menschen gegen einen möglichen Irakkrieg. Sie kritisierten die harte Haltung der USA im Konflikt um Waffeninspektionen. In Deutschland gingen insgesamt mehr als 10.000 Menschen auf die Straße. Bei der größten von 89 Demonstrationen zogen nach offiziellen Angaben 8.000 Teilnehmer durch Berlin-Mitte. Neben Friedensgruppen und Gewerkschaften hatten auch die PDS und Teile der Grünen dazu aufgerufen. Auch pro-palästinensische Gruppen und Globalisierungsgegner waren unter den Demonstranten. Die Bundesregierung wird nach den Worten von Kanzler Schröder die steuerliche Abzugsfähigkeit von Firmenspenden für gemeinnützige Zwecke nun doch nicht streichen. Das sagte Schröder gestern Abend bei einer Festveranstaltung für die deutschen Behindertensportler in Düsseldorf. Pläne der Regierung, die Regelung abzuschaffen, waren von Sport- und Kulturvertretern scharf kritisiert worden. Der Schriftsteller Wolfgang Hilbig hat den Georg-Büchner-Preis bekommen. Die Auszeichnung ist mit 40.000 Euro dotiert. Die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erklärte zur Begründung, Hilbig habe mit seinen Werken zur DDR die Abgründe einer Macht ausgeleuchtet. Hilbigs Roman mit dem Titel Ich zählt zu den bedeutendsten Büchern der Wendeliteratur. Siegfried Unselt, einer der bedeutendsten Verleger der Nachkriegszeit, ist tot. Er starb heute im Alter von 78 Jahren. Als Chef des Suhrkamp Verlages prägte Unselt jahrzehntelang mit einem anspruchsvollen Programm das geistige Leben in der Bundesrepublik entscheidend mit. Zu den von ihm geförderten Autoren gehören Uwe Jonsson, Max Frisch, Thomas Bernhard und Martin Walser. Er baute stets auf die Autoren, nicht so sehr auf das einzelne Buch. Verlegerische Weitsicht, die Siegfried Unselt und dem Suhrkamp Verlag weltweites Ansehen bescherten. Zu vielen seiner Autoren pflegte er enge Freundschaften. Unselt entdeckte sie, baute sie geduldig auf. Ein Verleger alter Schule, der im Nachkriegsdeutschland mit Hermann Hesse eine, wie er einmal sagte, richtige Botschaft fand. Ich bin ja aufgewachsen mit der Devise, Führer befiehl, wir folgen. Hier aber steht drin, folge niemand. Sei du selbst. Das prägte sein ganzes Leben. Siegfried Unselt übernahm 1959 in Frankfurt am Main die Leitung des Suhrkamp Verlags. Er führte ihn mit Autorität und großer Sorgfalt mehr als ein halbes Jahrhundert lang. Jeder Verlag braucht Lektoren, die einem Autor sagen, du, dieser Konjunktiv ist vielleicht ein bisschen zu gewagt oder so. Aber Unselt hat eben immer, wenn er reagiert hat auf ein Buch, hat er eine Leseerfahrung von seiner ganzen Person her dir vermittelt. Als es um die Nachfolge im Verlag ging, überwarf sich Unselt mit Sohn Joachim. Der leidenschaftliche Freund der Literatur gründete daraufhin eine Stiftung, die nun seinen Anspruch weiterführt.